Und damit herzlich willkommen zur 401. Forza Horizon 4 Let's Play Folge hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Oder soll ich besser sagen, zu Teil 2 der 400. Folge, denn die sollte man schon gesehen haben, um die heutige Folge besser greifen zu können. Und ja, wir schauen uns direkt mal dieses Fahrzeug an, vor allem dieses Design, was Stui erstellt hat. Und ich finde, wow. Einfach nur wow, was er hier erschaffen hat. Ich glaube, es ist auf den ersten Blick klar, dass natürlich so ein bisschen dieser, ja, ich sag jetzt mal, mexikanische Flair versucht wurde einzufangen, einfach im Hinblick auf Forza Horizon 5, denn da spielt ja Horizon 5 in Mexiko. Und man erkennt aber auch so gewisse, ja, Züge des Badass M4s, also das auch so ein bisschen mit reingeflossen. Das war auch der Gedanke, den wir beide irgendwo hatten, aber ja, auf kreativer Seite habe ich der Stui wirklich freie Hand gelassen und umso mehr haut es mich selber ein bisschen um. Und ich hoffe, der Teaser in der 400. Folge hat euch auch gefallen. Ich habe ja diesen kleinen, ja, ich sage es mal, Amateur-Porn jetzt auch nochmal kurz hier vorne dran gehauen. Ich wollte einfach das nicht nur so einfach hier ist es und fertig, sondern so ein bisschen in Szene wollte ich das schon nochmal setzen. Und ja, einfach mega krass, wie er das umgesetzt hat. Ich meine, gerade auch diese Übergänge, das ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, jeder, der den GT2 mal versucht hat zu designen, das ist richtig schwer. Also dass er eben hier über das Spaltmaß hinweg das alles so perfekt hinbekommen hat, dass es wirklich so in einem Guss ausschaut, das ist gar nicht so einfach. Also da Hut ab. Hut ab an Stui. Ja, das Design ist natürlich auch ab jetzt verfügbar. Stui hat auch ein Creation-Timelapse-Video gemacht, wie er das Design tatsächlich erstellt hat. Ich glaube, die Rohfassung war irgendwie 15 oder 16 Stunden, aber da kannst du sehr gerne auch noch mal in den Kommentaren dazu schreiben und dann noch mal Stellung dazu beziehen. Ich verlinke euch natürlich dieses Video. Das müsste er jetzt auch gerade mit dieser Folge auch veröffentlicht haben. So haben wir es zumindest mal abgesprochen. Da könnt ihr euch das mal angucken. Das gucke ich mir auch sehr gerne an. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Bin ich mal sehr gespannt, wie er das umgesetzt hat. Ich glaube, dann wird noch mal mehr klar, wie aufwendig tatsächlich das Ganze ist. Aber ja, um dich mal vielleicht direkt abzuholen, was ist es denn jetzt? Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, hey, okay, es macht jetzt nicht Sinn, groß noch Tunings zu machen, wenn ich quasi einen Reset in Horizon 5 machen möchte. Ja, das Ganze ist ein Ausblick, eine Möglichkeit, wie es denn aussehen kann. Also das in einer Linie zeigt es schon mal, dass natürlich in Horizon 5 wohl oder übel auch Partnerschaften entstehen oder Partnerschaftsprojekte entstehen. Auch an der Stelle, ich habe Andi zwar noch nicht eingeweiht, aber an der Stelle Grüße an Andi. Ich bin auch nicht abgeneigt, ein gemeinsames Tuning-Projekt mal zu starten. Aber halt eben auch mit Stui, da sind wir ja schon so lange in Kontakt und nie haben wir groß was zusammen gemacht, aber auch gerade da, glaube ich, das wird das erste von vielen sein. Und ja, um das nochmal jetzt in aller Ausdrücklichkeit zu sagen, nein, es gibt Stand jetzt kein PXH-Tuning für Horizon 4. Wir werden in der heutigen Folge ein bisschen tunen, mal ein bisschen gucken, was könnte man denn machen. Aber wie gesagt, konkret wird dieses Tuning-Projekt erst in Horizon 5 entstehen. Und ja, damit möchte ich auch ankündigen, dass eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Tuning-Projekt in Horizon 5 eben genau dieser GT2 RS sein wird. Zumal wir ja auch schon gesehen haben, dass eben der GT2 RS ja dieses Duke Dynamics Breitbau-Kit bekommt. Und Stui hat auch schon gesagt, er ist nicht abgeneigt, auch eben dieses Design auf dieses Breitbau-Kit anzuwenden. Ne? Man kann das ja nicht einfach verbauen und dann funktioniert es. Oftmals muss man da noch mal ein paar Sachen anpassen. Das ist auch tatsächlich beim Badass M4 so gewesen. Den gibt es ja einmal mit Breitbau und ohne. Tatsächlich habe ich das Design tatsächlich sogar auch hinbekommen, dass es sowohl als auch funktioniert, aber da musste ich auch ein paar Kniffe anwenden. Und deswegen, ja. Also Stui, wie gesagt, guckt sich's an. Versprechen kann das natürlich nicht. Aber ja, im Hinblick dessen haben wir tatsächlich Möglichkeiten, da uns voll und ganz auszutoben. Ja, ich würde aber sagen, wir ja, gehen einfach direkt mal, bevor wir rausgehen, trotzdem mal ganz kurz ins Tuning. Also wie gesagt, ich habe jetzt groß nichts verbaut, einfach Felgen und drauf ein bisschen tiefer gelegt. Deswegen auch der Leistungsindex immer noch serienmäßig. Kann das auch nochmal zurücksetzen. Ja, wie gesagt, Design könnt ihr auch schon auschecken. Ihr könnt selber jetzt auch mit mir gemeinsam, wenn ihr so möchtet, auch mal euch ein bisschen austoben. Was könnte man denn machen mit einem GT2? Ich habe auch im Vorfeld tatsächlich sehr viel probiert mit dem GT2. Was man so machen könnte, hier jetzt eben das Ganze mit den Serienfelgen. Also das funktioniert genauso.
Und ja, man kann viele Konzepte tatsächlich angehen beim GT2. Das Problem ist, dass der GT2S sowie auch der GT3RS der Baureihe 991.2 im Prinzip sind es ja Aero-Monster, nur leider haben die Fahrzeuge serienmäßig hier im Spiel zwar Grip, aber keinen aerodynamischen Grip. Ja, und gerade beim GT2, finde ich, merkt man das sehr extrem, dass die Hinterachse sehr leicht wird. Ja. Normalerweise hat natürlich so ein 911er viel Gewicht hinten und der fette Heckflügel da hinten und auch der krasse Diffusor, was ja der GT2 hat, sorgen eigentlich dafür, dass das super stabil bleibt und auch insgesamt das Aero-Konzept vom GT2 ist mächtig. Ja. Wirkt nur leider nicht im Spiel und das macht es tatsächlich sehr schwierig auch zu tunen. Und deswegen habe ich auch gesagt, es macht eigentlich jetzt keinen Sinn, da viel Arbeit reinzustecken, wenn nachher in Horizon 5 das eh wieder anders funktioniert. Deswegen gucken wir uns das dort an. Und ja, ich rede jetzt hier schon 5 Minuten und wir haben noch nichts gemacht, aber man muss sich auch die Sachen so ein bisschen wirken lassen. Aber ja, wir bauen jetzt einfach mal so ein bisschen was auf. Wie gesagt, ich habe im Vorfeld natürlich schon ein bisschen was getestet, deswegen kann ich das jetzt beschleunigen. Wir machen einfach mal tatsächlich hinten breitere Reifen, vorne nicht. Wir bleiben mal beim Hinterradantrieb. Das wird gleich noch Thema sein. Das wird nicht das einzige Tuning, was wir heute machen. Einfach mal angehen. Wir machen mal die ADV1 Falcon drauf. Die kam auch, der Vorschlag kam auch von Stewie selber. Finde ich mega, passend, super zum Fahrzeug. Mal gucken, was für Falcon wir dann in Horizon 5 noch so dazu bekommen. Da werden ja noch weitere dazukommen. Ja, Motor oder so ändern wir jetzt nichts. Da könnte man, glaube ich, den, ups, jetzt habe ich eins zu viel, glaube ich, den Racing V12 einbauen. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja, Forza Aero machen wir auch nicht, weil ich finde einfach, klar, damit könnten wir die Aero erzeugen, aber nee, also muss echt nicht sein. Nee, nein. Nee. Nee. Nein. So. Reifen haben wir hinten breit gemacht, dann machen wir auf jeden Fall das Renndiff mal rein, vielleicht auch das Renngetriebe, einfach um es einstellen zu können. Dann, ja, Dämpfer können wir nur Offroad, das machen wir jetzt hier nicht. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, vielleicht ein Offroad GT2 zu machen in Horizon 5, wer weiß. Gewichtstechnisch können wir natürlich drastisch reduzieren. Auch das würde ich, glaube ich, erstmal nicht machen. Also ich will das jetzt erstmal sehr seriennah lassen. Ich glaube, was ganz cool wäre, wäre vielleicht einfach den Hubraum, so wie das ja beim GT3 schon länger mal passiert ist, eben vom 3,8 zum 4 Liter anzupassen. Und vielleicht machen wir dann noch, ja, Abgasanlage, wobei das schon fast zu viel ist. Ich muss mir gerade mal überlegen. Der braucht gar nicht so viel mehr Leistung, weil Leistung hat er genug. Und dann gehen wir mal raus, installieren das Ganze. Und man wird jetzt halt gleich feststellen, dass das Fahrzeug in die Kurven rein, in schnellen Kurven, sehr schnell das Heck verliert. Deswegen einfach versucht jetzt einmal durch den mechanischen Grip auf der Hinterachse das ein bisschen entgegenzuwirken und nicht im gleichen Atemzug die Vorderachse auch noch stärker zu machen, weil dann würde man das Problem ja nicht angehen so. Wird versucht halt die Balance ein bisschen anzupassen und ja, man merkt schon, der rutscht gleich hinten weg. Ich meine, ich versuche natürlich direkt da ein bisschen entgegenzulenken. Ja, ich bin ja Singleplayer reingegangen halt. Da gehen wir wieder rein. Kein Bock jetzt die ganze Zeit mit drei Bataren zu crashen. Man merkt halt, wenn ich jetzt nicht gegenlenke direkt so, dann haut das Heck gleich ab. Das merkt man jetzt auch gleich bei schnelleren Kurven. Ich versuche mal nicht immer gegenzulenken. Ich meine, allein, dass ich das jetzt schon so grundlegend aufgebaut habe, ist natürlich schon mal sehr gut. Und das wäre halt eine Möglichkeit, wie man das Ganze schon mal angehen könnte. Aber jetzt hier merkt man auch schon, der rutscht da so ganz komisch weg. Also kein Problem, man kann damit fahren. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass, ich sage jetzt mal, Anfänger erstmal Probleme damit haben werden. Und eigentlich schade, weil der GT2 an sich in der Realität ein übelstes Grip-Monster ist. Und das ist halt hier im Spiel leider nicht so. Und das, da tut man sich auch sehr schwer im Tuning, da ein bisschen entgegenzuwirken. Aber ich freue mich auf dieses Projekt. Und wie gesagt, das wird eines der ersten, wenn nicht sogar das erste große PXH-Projekt sein, gemeinsam mit Stewie in Horizon 5. Ich habe ja gesagt, in der letzten Folge eine Brücke schlagen, einen Ausblick geben. Und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Ja, der ein oder andere möchte jetzt schon wieder sagen, typisch Ray, wieder Porsche. Weil man ehrlich sein muss, so viele Porsche-Projekte gibt's gar nicht oder gab es bis jetzt noch gar nicht. Es gab den GT3, es gab den 918 und das war's. Mehr Porsche PXH-Projekte gab es gar nie. Ja, fertig. Also von dem her steht so ein GT2 jetzt nicht schlecht, ja, dass man den auch mal vielleicht angeht. Und allein mit dem Design schon mal, boah, geil. So, wir können aber auch ein bisschen Feintuning machen.
Und da können wir ein bisschen ein paar Sachen anpassen, um eben auch das Heck ein bisschen zu stabilisieren. Nachlauf ist tatsächlich sehr gut bei dem Fahrzeug. Wir brauchen nicht so viel Sturz bei dem. Machen das mal ein bisschen runter hier alles. Wie gesagt, ich habe im Vorfeld viel, viel Zeit schon investiert, um zu gucken, okay, was kann das Fahrzeug, was macht Sinn. Und ja, tatsächlich hier würde ich das tatsächlich ein bisschen, hier ein bisschen härter machen, aber im gleichen Atemzug das vorne auch ein bisschen härter machen. Wir können ihn natürlich deutlich absenken, das ist auch kein Problem. Und das passt soweit, wobei ich habe ihn auch mal versucht, ein bisschen härter einzustellen, das tut ihm auch. Also allgemein, wenn er ein bisschen straffer liegt, das ist ganz gut, dass er gar nicht so viel Bewegung hat. Das Problem ist nur, wenn er dann ausbricht, dann tut es richtig weh. Können wir auch ein bisschen erhöhen. Also ich stelle es jetzt halt nur ein bisschen für 0815 ein. So, wobei hier ein bisschen mehr Sperre sogar gut ist, während hier ein bisschen weniger. Aber trotzdem insgesamt eine sehr hohe Sperre auf der Hinterachse. Und dann können wir auch gleich mal versuchen, Rennen zu fahren damit. Und ja, eine alternative Variante, die tatsächlich sehr gut funktioniert, ist, den GT2 auf Allrad umzubauen. Ja gut, das ist jetzt no shit, Sherlock, ne? Allrad-Umbauten sind sowieso sehr stark in Horizon 4. Aber selbst wenn man den Allrad sehr, sehr, sehr hecklastig auslegt, allein durch die Veränderung der Gewichtsverteilung, ja, weil wenn ein Allrad reinwandert, geht halt mehr Gewicht auf die Vorderachse und du kannst es dir schon denken, es ist halt natürlich sehr viel Gewicht auf die Hinterachse. Allein dadurch fühlt sich das Fahrzeug insgesamt schon mal viel, viel besser an. Und das machen wir auch gleich mal noch, dass wir, ja, bleiben wir mal bei Track Toys, dass wir entsprechend auch mal ein Allrad einbauen. Und so weit hergeholt ist es vielleicht gar nicht. Also gut, ich glaube es, also ich wüsste nicht, dass irgendjemand mal ein GT2 auf Allrad umgebaut hat, also auch fernab vom 991.2, sondern auch, ich glaube, beim 997 hat das, glaube ich, nie jemand gemacht. Also wenn doch, dann sehr gerne mir mal Feedback geben, würde mich mal interessieren. Weil, das ist ja eigentlich das Interessante, die Basis des GT2 ist ja ein 911 Turbo. Und die neueren 911 Turbos sind ja eigentlich immer Allrad angetrieben. Also rein von der Konzeption müsste ja ein Allrad eigentlich funktionieren. Ja? Ich meine, ich stecke da jetzt nicht komplett drin in der ganzen Technik und wahrscheinlich ist so ein Umbau in Wirklichkeit super unmöglich. Aber jetzt, wie gesagt, rein vom Grundgedankengang, ja, GT3 hat als Basis den Carrera, während eben halt der GT2 als Basis den Turbo hat. Und der Turbo halt, wie gesagt, ist Allrad. Also von dem her, warum sollte man den nicht auch mit Allrad ausstatten können? Ja, von dem her, der Tuning-Gedankengang ist ja auch nicht verkehrt. Und das sind ja auch Gedanken, die wir uns ja schon mal eben im Hinblick auf Horizon 5 machen können. Sind solche Konzeptionen cool oder nicht cool? Und deswegen lade ich dich, wie gesagt, nochmals dazu ein, auch selber einfach mal so ein bisschen zu versuchen, den GT2 zu tunen. Eben vielleicht schon mit diesem Design, was schon freigegeben ist. Und einfach schon mal auch so dir ein paar Eindrücke zu sammeln, was man denn eben so grundlegend machen kann. Klar, das Feintuning, die genaueren Sachen, gucken wir uns natürlich erst im neuen Teil an, das ist doch klar. Aber so ein paar Gedanken machen, das schadet ja nicht. Und, wie gesagt, vielleicht kann das ja auch so ein bisschen ein gemeinsames Tuning-Projekt werden. Wir hatten ja auch hier in Horizon 4, wenn ihr euch zurückerinnert, den AMG GTR als gemeinsames Tuning-Projekt, was ich dann über 2 oder 3 Livestreams, ich weiß es gerade selber gar nicht mehr, wie viele Livestreams, auf jeden Fall ein paar Livestreams, gemeinsam eben so ein PXH-Tuning auch mal gemacht haben. Und das könnten wir vielleicht hier auch machen. Mal gucken. Also will ich noch nicht versprechen, aber vielleicht können wir da ja gemeinsam auch was entwickeln. Deswegen immer gerne Feedback geben. Vielleicht sagst du auch, boah, nee, Allrad geht gar nicht. Also dann lieber fährt sich's ein bisschen schwieriger. Aber der muss einfach Hinterradantrieb haben. Kann ja sein, dass das deine Gedanken sind. Oder vielleicht sagst du, eigentlich interessante Idee. Gerade mit dem Gedankengang, dass ja die Basis eigentlich Allrad hat. Also warum nicht? Ne? Ich meine, für viele wird es wahrscheinlich auch einfacher sein, den dann zu fahren, wenn er natürlich Allrad hat. Das ist ja ganz klar. So, sehr schön. Und ja, ich würde sagen, wir fahren nochmal ein kurzes Rennen. Und dann machen wir das mal. Versuchen wir das mal umzusetzen. Wie gesagt, Leistung habe ich jetzt gar nicht so viel mehr gemacht. Manch einer würde jetzt wieder sagen, wow, da muss Leistung rein. Leistung, Leistung, Leistung. Aber ich sag mal so, der hat ja schon sehr viel Leistung. Und glaub mir mal, das macht es nicht besser, die ganze Thematik, wenn wir dem jetzt noch mit mehr Leistung vollstopfen.
So, wir machen aber mal eine eigene Veranstaltung. Vielleicht machen wir mal irgendwie Porsche oder sowas. Hätte ich jetzt Bock drauf. Genau, machen wir mal. Schreiben wir, so ist es. Und dann gucken wir doch mal, wie wir uns hier anstellen. Ja, und vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere auch, hä, warum hast du das jetzt hier irgendwie in eine Extra-Folge gepackt und nicht mit in die 400. Weil es schließt ja daran an. Naja, du merkst ja schon, dass das alles jetzt hier so ein bisschen lockerer, ein bisschen flockiger, einfach nur so ein bisschen Ausblick geben, ein bisschen rumtunen, ein bisschen ausprobieren. Und ich dachte, ja, das zieht ja dann schon ein bisschen weg vom eigentlichen Kerngedanke der 400. Folge. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, ich lagere das dann ein bisschen aus, eben dann als 401. Folge, so als Anschluss. Und du merkst, ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht und viele Konzeptionen, wie ich was mache, wie, was könnte man machen und so weiter. Das ist halt wie immer die ganze Zeit, die man in gewisse Ideen steckt, sind manchmal dann gar nicht so richtig ersichtlich. Und wenn es jetzt hochkommt, ist die 400. Folge und die 401. hier vielleicht knapp eine Stunde lang zusammengenommen. Aber die Gedanken, insgesamt die Gedanken, ich rede jetzt gar nicht vom Arbeitsaufwand, sondern rein nur, was so in meinem Kopf vorgeht. Ich glaube, das ist, wird dem überhaupt nicht gerecht. Also das ist, wie ich es in der 400. Folge gesagt habe, schon eigentlich so, wenn man kann man das ganze letzte Jahr noch dazu nehmen, von vielen Gedankengängen her. Aber ist ja auch gut so, ne? Also nicht falsch verstehen, sondern das ist doch toll. Merkt man, dass da auch ein Prozess im Gange ist. Nur so kann man sich auch weiterentwickeln. Und so kann sich auch alles weiterentwickeln. Sowas gibt dann neue Motivation und Lust und... So, jetzt aber komm, mal ein bisschen pushen. Nein! Nein, 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 nein. Der hat mich, dieser leichte Kontakt hat mich so nach außen getragen. Und da war mir schon fast klar, wenn ich da rausrutsche, das wird Zeit kosten, aber zum Glück Schlimmeres verhindert. Oh, der Kellner blockiert mich ein bisschen. Oh! Ja, okay, jetzt nehme ich doch mal ein Flashback. Ich muss kurz selbst ablenken lassen. Platz da! Ja, das, die Strecke ist so blöd, dass das alles so blockierend ist. Außen und das wird nicht gelingen, oder? Ach. Ja. Sehr schön. Gut, dann gehen wir ganz schnell zurück zum Festival und dann machen wir genau den Gedankengang mal in die Tat. Oder verwandeln den Gedankengang in die Tat. So. Gehen wir zurück. Und bauen den Allrad ein. Mit dem Allrad können wir natürlich dann insgesamt auch ein bisschen extremer werden. So, den bauen wir jetzt ein. Dann können wir natürlich auch vorne tatsächlich dann die Reifenbreite wieder erhöhen. Könnten dann auch tatsächlich die Gewichtsreduktion noch dazu machen. Also klar, ich will ja die Freunde der Mehrleistung nicht enttäuschen. So, durch den Allrad müssen wir natürlich auch, oder wann ist ja auch ein neues Getriebe mit drin, deswegen bauen wir das alles auch nochmal neu ein. Und ja, dann können wir leistungstechnisch auch nochmal ein bisschen vielleicht mehr machen. So, das ist ja schon mit drin. Und ich weiß so gar nicht, wo sind wir denn aktuell? Also ich würde sagen, so 800 PS könnten wir vielleicht sogar angehen. Einen Moment. Rechnen wir mal genau um. Das wären dann 588,399. Das ist perfekt. Dann bauen wir das noch ein, dann haben wir das sogar. Also eine Leistungssteigerung von knapp 100 PS. Und ich meine, 800 PS in einem neuen Era ist halt natürlich... ist schon krass genug. Aber bauen wir mal so ein. Und dann werden wir natürlich auch den Allrad genau das machen, was ich gesagt habe. Wir werden den sehr hecklastig auslegen. Aber glaubt mal, das reicht, was ich jetzt gleich mache. Der ein oder andere wird zusammenzucken. Nein, nicht diesen Wert.
Auch nicht diesen Wert. Auch nicht diesen Wert. Der Wert sieht schon sehr attraktiv aus, aber nee. 90% auf die Hinterachse? Das ist schon viel, oder? Ich würde sagen, 5% reicht. Und tatsächlich, man könnte sogar das hier machen, weil der Allrad wird in Horizon nie so richtig abgeschaltet. Also wir werden, auch bei 100% Verteilung wirst du immer noch eine leichte antreibende Vorderachse haben. Ja, aber ja, fühlt sich dann irgendwie ein bisschen komisch an. Deswegen, aber 95%, zumindest mal das, was ich getestet habe, hat sich tatsächlich sehr gut angefühlt und das Fahrzeug war dadurch auch tatsächlich sehr stabil. So, hier müssen wir dann dadurch aber drastisch reduzieren. So, da können wir auch ein bisschen runtergehen. Wie gesagt, alles wieder ein bisschen 0815 eingestellt. Das können wir erstmal, glaube ich, auch alles lassen. Dann muss ich auch gleich selber nochmal gucken. Ich glaube, hier können wir jetzt aber tatsächlich den Schritt gehen, dass wir es vorne etwas weicher machen. Getriebe müssen wir auch mal gleich gucken, ob wir den nicht ein bisschen länger setzen müssen. Und dann fahren wir mal raus. Dann haben wir ja schon mal zwei unterschiedliche Konzepte. So. Gucken wir mal. Bei leichter Nässe, wie er trotzdem jetzt beschleunigt. Ja, der hat sofort Grip. Das ist halt krass. Das reicht ein bisschen vorne. Reicht vollkommen. Klar, komplett übertreiben sollte man es nicht. Das Verhältnis zwischen Beschleunigung und Geschwindigkeit, was der erreicht, ist halt leider nicht gleichzusetzen mit das, was er an Grip hat, weil halt einfach kein wirklich aerodynamischer Antriebsdruck erzeugt wird. Das ist super schade bei dem Fahrzeug. Es gibt ja ein paar Fahrzeuge, die dieses Problem haben. Auch die C7 ZR1 Corvette ist ja auch so ein Phänomen. Hat extremes Flügelwerk, aber da wird wirklich nichts brechen. Und dann, wenn man schon ein bisschen länger in Forza unterwegs ist, merkt man oder spürt man das dann auch tatsächlich, ob da jetzt eine Aero wirkt oder nicht. Das ist ja auch relativ einfach. Je schneller ich durch eine Kurve fahre oder je schneller die Kurve ist, desto mehr sollte das Fahrzeug ja trotzdem sich gefühlt an den Asphalt anpressen. Und das tun diese Fahrzeuge nicht. Die werden gefühlt eher immer leichter. Ich rede jetzt nicht von einem Untersteuern oder so, sondern allgemein hat man so das Gefühl, okay, irgendwie ist die Haftung komplett weg. Und das sollte halt bei solchen Fahrzeugen eigentlich nicht so sein. Mein bestes Beispiel. Schnappt euch den 911 GT3 RS Baureihe 991.1 und dann nochmal den 991.2. Also den standardmäßig orangen und den standardmäßig giftgrün. Und ihr werdet feststellen, hä, da ist irgendwie ein Unterschied. Denn genau das ist das Problem. Der GT3 RS, der 991.1, hat diese Aero, die auch zudem noch einstellbar ist. Und der GT3 RS 991.2 hat das eben nicht. Da spürt man das richtig schön, tatsächlich. Und es ist halt schade, dass eben der GT2 genau das gleiche Problem irgendwie bekommen hat. So, ich will jetzt nicht das gleiche Rennen nochmal fahren. Aber es ist krass, allein dieser Allradumbau, trotz dass es so hecklastig ist, wie viel stabiler das ist. Wie gesagt, allein durch diese bessere Gewichtsverteilung und die Vorderachse, die das so leicht stabilisiert, dieses Fahrzeug leicht nach vorne zieht, die dann gar nicht so dieses Rutschen insgesamt zulässt. Das ist Wahnsinn. Ich bin auch ganz ehrlich, also würde jetzt nicht Horizon 5 anstehen und hätte ich jetzt ein GT2 RS Tuning machen wollen, noch in Horizon 4 als PXH-Version, ich hätte tatsächlich auch diese Allrad-Variante gemacht, diese sehr hecklastige Allrad-Variante, weil sich das einfach sowas von besser anfühlt und viel mehr wie ein GT2 anfühlt, obwohl, wie gesagt, wir eine zusätzlich antreibende Achse haben. Aber testet das gerne selber mal aus, ob ihr den Gedanken nachvollziehen könnt und das auch so spürt. Oder eben nicht. So, der kleine Rundkurs will ich eigentlich nicht fahren. Wir fahren mal vielleicht runter zu Bamborough fahren. Oder sollen wir zu Ashmore fahren? Komm, wir fahren mal die Autobahn runter und dann zur Ashmore-Rundstrecke. Ein bisschen Umweg, aber ein bisschen Autobahn mitnehmen. Warum nicht? Moment, hier ist die falsche Seite, ne? Ich habe das immer noch nicht so richtig drauf mit links fahren, obwohl wir jetzt zwei Horizon-Teile in Folge links gefahren sind. Gut, dass jetzt Horizon 5 mit Rechtsverkehr ansteht. Pass mal auf, und dann auf einmal merke ich, dass ich mich doch mehr an den Linksverkehr gewöhnt habe, wie ich jetzt zugeben möchte.
und mich dann erstmal wieder in den Rechtsverkehr bewegen muss. Weil ich fahre in Real Life tagtäglich auf der rechten Seite. Also zumindest mal ist mir noch nicht passiert, dass ich ein Geisterfahrer geworden bin. Daher wird es schon passen. Jetzt leicht bergauf. Umbau haben wir natürlich den 7-Gang-PDK verloren, deswegen nur 6 Gänge, aber reicht ja jetzt erstmal. So, wir fahren natürlich den Kreisverkehr, wie es sich gehört, in die richtige Richtung, aber auch quer, wollte ich sagen, aber geht gar nicht mehr so einfach. Also ohne leichte Handbremse antippen, merkt man, die zusätzliche Stabilität ist auf jeden Fall gewährleistet. So, der Start ist natürlich auf der anderen Seite. Links. Eigentlich ist es egal. Beide Wege führen zum Start. Ja, und dann sind wir erstmal wieder raus dann gleich mit der Folge. Dann steht schon wieder das Wochenende an. Da kann ich schon mal sagen, da kommen 2 Multiplayer-Folgen. Porsche wird auch ein Thema sein. Also nur so am Rande. Und ich kann auch schon mal ankündigen, ich war sehr, 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 sehr verpeilt. Ja, ich weiß, ich bin sehr oft verpeilt. Das ist jetzt normal. Aber wenn ich schon betone, dass ich noch mehr verpeilt bin als sonst, dann könnt ihr mir das glauben. Aber ich glaube, gerade wenn ich verpeilt bin, dann ist es auch sehr lustig und sehr unterhaltsam. Deswegen sehr gerne einschalten. Wochenende zu den Multiplayer-Folgen. Und ja, kleiner Ausblick natürlich für die Fortführung dieses Let's Plays. Wie viele Folgen jetzt noch kommen, kann ich nicht sagen. Das ist schwierig einzuschätzen. Natürlich wird es weitere Folgen geben. Aber was da jetzt noch alles kommt, ja, lass ich mal überraschen. Ich kann nur jetzt schon mal sagen, ups, ja. Nach dem Wochenende kommt der Montag. Wow, no shit. Ja, aber ich sag's schon mal so. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber kommenden Montag, nimm dir mal nichts vor. Nimm dir mal ganz viel frei am Montag. So, Punkt. Mehr sage ich dazu nicht. Lass dich überraschen. So, und jetzt fahren wir aber hier das Rennen. Ja, also leicht untersteuern hier rein. Aber passt. Für so eine 5-Minuten-Geschichte, Tuning-Geschichte, wobei so viel ist es nicht mal, passt das schon. Sehr schön. Nein! Bleib jetzt hinten dran. Lass mich doch nicht hier vom GT3 abziehen. Schön. Ja, und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal Dankeschön sagen. Das habe ich gar nicht wirklich getan in der letzten Folge, deswegen möchte ich das hier an dieser Stelle nochmal nachholen. Dankeschön für deinen Support, dass du Teil dieser Community bist, dass du, ja, mir, dem Kanal, dem Projekt die Treue hältst, mit dabei bist. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Das habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Ich freue mich wahnsinnig mit dir gemeinsam auf das, was kommt. Und jetzt, ja, sage ich aber tschüss. Ich verabschiede mich. Und wir hören uns dann am Wochenende in den Multiplayer-Folgen wieder.
wie gesagt, nimm dir am besten am Montag mal nichts vor. So, ich sag tschüss. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Bis dann. Ciao.